Matthias und grüß euch zum neuen Kappen Classics Video. Ja, was haben wir hier? Eine Motor Vespa aus Madrid, aus Spanien, eine Rohrlenker Wide Frame in einem extrem patinierten Zustand. Also das ist ein absolutes Patina-Monster, das Teil. Geiler geht's kaum. Da haben wir natürlich wieder ein bisschen was zum Spanglern, zum Schwarzen, zum Flicker, zum Nachpatinieren. Wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, eine MV150S. Die habe ich schon gemacht. Da können wir jetzt gleich mal ein paar Bildleitblenden. Das war relativ überschaubar. Die ist so gut wie fertig. Das muss bloß noch ein bisschen nachwirken. Das Endergebnis seht ihr dann am Schluss zusammen mit dieser zweiten alten Spanierin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt bis zum Schluss dran, denn dann gibt es natürlich wieder einen geilen Abschlusskorn. Haut's rein. Bereits schön patiniert, passt jetzt richtig gut zum Rest vom Roller. Das Alugehäuse schön oxidiert, schaut aus, als wäre es 50 Jahre alt. Mit der Seitenbacke bin ich leider ein bisschen am Verzweifeln. Ich wollte eigentlich so klein wie möglich in Stand setzen, habe da ein kleines Stück eingesetzt, weil es komplett durch war, aber ich falle immer wieder daneben durch, wie ihr seht, das ist utopisch. Ja, und auch der untere Rand. Sowieso komplett weg. Und jetzt habe ich es mal von innen ausgeschliffen. Ich fliege immer wieder durch, weil es einfach zu krasse Rostnamen sind von innen. Deswegen habe ich jetzt eine Reprobacke bestellt und werde dann da den unteren Teil komplett dran setzen. Da gehen wir dann genauso weit, wo das gesunde Blech wieder anfängt. Da seht ihr, das ist einfach total zusammengefressen. Das ist immer das Problem bei den Seitenbacken, wenn die Roller lange draußen stehen. Die sind ja durch den Dichtungsgummi quasi fast abgedichtet. Da steht ewiges Wasser drin. Und dann, ja, geht's da hin.
wieder zum Ende von unserem kleinen spanischen Ausflug. Wieder mal interessieren, was gefällt euch besser an Patina? Dieses extreme Patina-Monster oder lieber sowas Dezentes? Was hättet ihr lieber gern? Was fahrt ihr? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein, da mich echt interessieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt nur kurz dran, jetzt gibt es natürlich noch das Abschlussvideo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Habe die Ehre, euer Capo.